euch zurück und gönnt euch. Haptic Rush ist wieder hier und ich brauche wieder ein bisschen Geld. Und deshalb mache ich das Video. Ihr merkt natürlich an der Frequenz der Videos auf meinem Kanal, dass ich ganz, ganz viele Videos, jeden Tag 2 Videos rausbringe, damit ich richtig viel Geld mache. Genau. Z-Reaction schreibt, was ist das Gegenteil von Haptic Rush? Richtig, Haptic Camp. Dein Ernst! Ernst, dein scheiß Ernst? Wegen dir ist die rote Liste jetzt kaputt. Jetzt wissen wir nicht mehr, welche Medikamente verschreibungspflichtig sind und welche nicht. Bastard. Warum rege ich mich eigentlich immer ohne Grund auf? Egal. Cross Tiger schreibt, Haptic Face bei 200. Lel, Dach, man sieht, wie krass er lachen musste. Ja, und Cross Tiger hat natürlich recht. An diesem Gesicht sieht man, wie unglaublich ich mich in diesem Moment beherrschen musste, damit ich nicht einfach loslache und wirklich an einem Lachflash sterbe. Cross Tiger, du hast recht. Dieses Gesicht, wenn man das schon sieht, muss man einfach nur lachen. Unglaublich, Cross Tiger. Danke für deinen Kommentar. Danke für die Zeit, die du mir weggenommen hast. Julian Robbel schreibt, mit Aggression solltest du zum Arzt gehen. Digga, Julian, was soll ich tun? Ich meine, guck einfach den Typen unter dir an. Was schreibt er da? Er schreibt Karaftoffel. Was soll ich damit anfangen? Ich setze mich hier hin und will gescheite Kommentare lesen. Und einer schreibt Karaftoffel. Sag mir, warum ich mich nicht aufregen soll. Bitte, sag's mir einfach. Lest the best schreibt, du bist hässlich. Wie kann denn jemand, der keine Videos hat, sagen, dass ich hässlich bin? Das kommt gar nicht vor. Das sind echt immer die witzigsten Leute. Haptic, du bist hässlich. Und kein eigenes Bild, alles klar. LP mit JW schreibt, wusstest du, dass eine Kerze länger hält, wenn man sie nicht anzündet? Marin Gubit schreibt, ich habe Hele, okay, weiter. Schreibt, hi Haptic Rush, könntest du mal ein Video über Knife Runner machen? Danke, würde mich echt freuen. Na klar, ich kann natürlich ein Video über Knife Runner machen. Viel Spaß. Das ist ein Knife Runner. Er runnt mit einem Knife. Habe ich gern gemacht. Jan Akbas schreibt, backen. Boys Forever Boys Forever? Boys Forever schreibt, mach mal bitte Eun Quickscope Battle gegen Danny. Ich frag ihn mal. Was geht, Bro? Yo, Danny, wollen wir ein Quickscope Duell machen? Nee, auf keinen Fall. Ockern Boss schreibt, Brot Doppelpunkt D. Stellt euch einfach vor, dass die Kommentare im Real Life umgesetzt werden. Stellt euch vor, jemand geht in ein Zimmer. Einfach so. Und dann setzt er sich hin. Brot! The Cookie Place schreibt, yo Haptic, ich weiß eine Camper-Lösung. Wenn man nicht von Campern gekillt werden möchte, muss man selbst campen. God Logic. Aber das heißt doch, du hast die ultimative Lösung gefunden. Die Lösung, Camper zu vermeiden. Cookie Place, wenn das funktioniert, dann schenke ich dir meinen Kanal. Ich schenke ihn dir. Ich liebe dich. Ich lutsch. Okay, Leute, ich habe mir mal so ein Band umgewickelt wie Rambo, damit ich mich krasser fühle. Und jetzt befolgen wir mal seinen Tipp. Okay, Leute, ich denke, das war's für mich. Oh mein Gott, wie ich mich wieder auf die Kommentare freue. Ja, Mann. Und ja, ich würde mich natürlich über 5 Millionen Likes freuen auf dieses Video. Und meine Haare waren scheiße, das Licht war schlecht. Ich habe ein neues Fenster, da ist noch keine Abdeckung. Deshalb entschuldigt es, wenn das Video vielleicht ein bisschen zu dunkel oder so geworden ist. Dieses Mal haben wir nur eine Kerze und eine rote Liste kaputt gemacht. Ich denke, das war eigentlich ein ziemlich erfolgreiches Video. Und jetzt lass mich in Ruhe. Entwirf einfach ein eigenes Logo und bedruck alles, was du kennst damit. Nicht nur T-Shirts, nein, auch Handyhüllen. Dogtags, Tassen, Fernbedienungen, Gurken und so weiter und verkaufst sie dann zu völlig überteuerten Preisen. Ganz wichtig, weite dein Marketing aber auch unbedingt auf die Beschreibung aus. Das Ding wird schon lange nicht mehr benutzt, um das Video zu beschreiben. Nenn es liebe Verkaufsplattform.